Peggy 12. Hallo zusammen, ich bin Marco von KingArt und ich darf euch heute The Raven, Vermächtnis eines Meisterdiebs zeigen, unser neues Point-and-Click-Adventure. Es ist eine Hommage an die alten Agatha Christie Whodunits und die Gangsterfilme aus den 60er und 70er Jahren. Man spielt den Schweizer Polizisten Anton Jakob Zellner, der beweisen will, dass er den französischen Ermittler Nicolas Legrand bei seinen Ermittlungen unterstützen kann. Das verwickelt ihn in eine rasante Jagd von der Schweiz bis nach Ägypten. Immer auf den Fersen eines Einbrechers, dessen Diebstähle sehr an die Verbrechen eines legendären Meisterdiebs erinnern. Diesen Meisterdieb mit einem Hang zur Theatralik, den Legrand Jahre zuvor stellte und erschoss, nannten die Zeitungen damals den Raben. Als wir nach The Book of Unwritten Tales und die Viehchroniken über unser nächstes Adventure nachgedacht haben, wollten wir gerne eine erwachsene Geschichte in der realen Welt erzählen. Für uns gehörte dazu auch, dass wir keine aufgesetzten oder unlogischen Rätsel im Spiel haben wollten. Jedes Rätsel sollte logisch zur Geschichte passen und sollte auf realistische Art und Weise, naja, oder sagen wir mal nach Hollywood-Maßstäben, gelöst werden können. Hollywood ist ein gutes Stichwort. Es gibt in The Raven mehr Kameraschnitte und Charakteranimationen als in all unseren bisherigen Spielen zusammen. Wir wollten einen lebendigen Krimi zum Mitspielen erschaffen. Und wir denken, das ist uns gelungen. Ein echtes Highlight erwartet euch ab der Hälfte des Spiels. Nachdem ihr die Geschichte, oder sagen wir, eine Version der Geschichte, aus Sicht der Ermittler erlebt habt, wechselt ihr die Seiten und spielt von nun an auf Seiten der Ganoven. Was ist der Plan des Raben? Wurdet ihr auf Seiten der Ermittler hinters Licht geführt? Und wie geht die Geschichte aus? Bis ihr das letzte Geheimnis gelöst habt, werdet ihr an die 20 Stunden Adventure-Spaß hinter euch haben, abhängig davon, ob ihr die optionalen Geheimnisse löst oder nicht. Und wenn ihr einmal gar nicht weiterkommt, könnt ihr Detektivpunkte, die ihr erspielt habt, einsetzen, um einen Tipp zu bekommen oder einen Blick in die Ingame-Hilfe werfen. The Raven erscheint in 3 Episoden für PC, Mac und Linux. Sowie für die Konsolen Xbox 360 und PlayStation 3 ab Ende Juli. Wir freuen uns schon jetzt auf eure Spekulationen nach der ersten Episode, wer wohl hinter den verübten Verbrechen steckt und wie sich die Geschichte weiterentwickeln könnte. Wer von den zahlreichen skurrilen Charakteren im Spiel verbirgt welches Geheimnis? Und vor allem, wer ist der Rabe?